lohnenswerter Lebensweg von Menschen mit Behinderung. Am 29. August 2014 wurde erstmalig die Lebensspurauszeichnung beachtenswerter Lebensweg von Menschen mit Behinderungen von der Stiftung Lebensspur verliehen. Die Veranstaltung fand im Bürsensaal der IHK in Köln statt und ich war mittendrin. Bevor der Einlass im Veranstaltungssaal stattfand, gab es einen Sektempfang und wir wurden herzlichst begrüßt. Auf den Tischen befanden sich jeweils großgedruckte Namenskarten. Zusätzlich gab es noch zwei Leinwände, eine davon für die Gebärdensprachübersetzung sowie die Technik für Gehörlose. So stellt man sich eine barrierefreie Veranstaltung vor. Ich saß mit drei jungen Männern meines Alters an einem Tisch. Einer davon war das Jurymitglied Johannes Gassner. Die Veranstaltung wurde von der Vorstandsvorsitzenden Dr. Barbara Breuer, die selbst schwerhörig ist, und von dem stellvertretenden Vorsitzenden Norbert Zyperski eröffnet. Die Bürgermeisterin der Stadt Köln, Frau Schoh Antwerpes, begrüßte die Gäste mit einer sehr gut verständlichen Ansprache. Viele, die daran glauben werden, was an Potenzial in ihnen steckt. Der Schirmherr der Auszeichnung, Herr Professor Dr. Sauerbruch, hielt anschließend seinen Impulsvortrag zu den ausgewählten 162 Lebenswegen, die bundesweit eingereicht wurden. Die Rede war für mich sehr interessant und spannend. Ich war richtig erstaunt, wie andere Menschen mit Behinderungen ihr Leben so meistern. Ich weiß sehr wohl, dass hier heute im Sinne der im Internet nachlesbaren Kriterien drei Menschen ausgewählt wurden, die es vermochten, Hindernisse zu überwinden und Leistung aus sich selbst heraus abzurufen, um sie für die persönliche Entwicklung und für die eigenen Potenziale zu nutzen. Und dann kam die Verleihung. Ich war total aufgeregt, als mein Lebenslauf für das Publikum in einer schönen Rede erzählt wurde. Danach überreichte mir die Vorstandsvorsitzende und er den Preis. Die weiteren zwei Preisträger waren Jana Buchbauer und Dezan Zaffig. Jana Buchbauer konnte leider aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen und fehlte daher auch bei dem Gruppenfoto. Der Hauptgeschäftsführer der IHK zu Köln gab in seiner Festrede den Anstoß für einen Dialog zum Thema Potenzialförderung von Menschen mit Behinderung im Licht der Digitalisierung. Und genau diese Menschen sind es, die mit hoher Energie tagtäglich Hürden überwinden. Außerdem gab es eine mediale Vorstellung der Stiftung Lebensspur und ihre Aktivitäten im Rahmen der Themenwelt. Nach so viel Aufregung und den vielen interessanten Informationen knurrte mir und auch den Jungs an meinem Tisch ordentlich der Magen. Dafür hatte sich die Stiftung Lebensspur
ebenfalls etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das fliegende Buffet kam zu allen Tischen mit ständig wechselnden kleinen Leckereien. Eine gute Idee für eine barrierefreie Veranstaltung. Dies war ein gelungener, aufregender und lustiger Abend. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Preis bekommen habe und viele neue nette Menschen mit und ohne Behinderung kennenlernen durfte. Es gibt sogar eine Lebensspur-App, auf der die Lebenswege von Menschen mit Behinderungen in einer Audioversion zu hören sind. Klicken Sie doch auch mal rein. Beachtenswerter Lebensweg von Menschen mit Behinderung. Aufnahmeleitung Katharina Kirch. Kamera Oliver Stanislawski. Schnitt Katharina Kirch, Oliver Stanislawski. Vorspann René Bojanko. Kommentar Katharina Kirch. Musik Martin Burger, Adrian Stüber, Wolfram Gugel und Alexander Klaas. Logogestaltung Sandra Scharschmidt. Sendeverantwortung Katharina Kirch.